Leute, Leute, kommt näher, kommt näher. Ich habe was Tolles für euch vorbereitet. Ich habe hier XXL-Schleim für nur 3 Euro für jeden von euch. Und das ist Galaxy-Slime. Oder wenn ihr wollt, irgendwie Unicorn-Poop. Und die Eimer, die bekommt ihr natürlich mit. Habe ich von meiner Schwester geklaut, hatte sie früher. Also, wer will, wer hat noch nicht. Du hier vorne, ja, ja, für dich. 3 Euro macht das. Du meinst mich? Nein, nein, ich wollte mir das hier nur anschauen. Du scheinst auch ein Geschäftsmann zu sein. So wie ich. Ich frage mich schon, warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen, Schleim oder Knete hier am Spielplatz zu verkaufen? Ich möchte investieren. Wie wär's? Hä? Ich steige mit ein. Was kommt nicht in Frage? Entweder zahlst du jetzt 3 Euro für den Schleim oder du lässt es sein. Hier, du kannst dich mit mir verkaufen. Das Geld gehört nur mir. Das ist ja eine Frechheit. Ich bin ein Geschäftsmann. Ich bin Nils Schnösel. Ich besitze mehrere Sachen hier in Playmobil City. Aber Schleim auf dem Spielplatz, das fehlt mir noch. Ich mache es einfach auf einem anderen Spielplatz. Mach, was du willst, aber dieser Spielplatz gehört mir. 3 Euro, Leute. 3 Euro für alle. Oh, Mann, Mia, ich sag dir, das ist so eine Frechheit, dass er hier einfach Schleim verkauft. Ich meine, der hat er doch bestimmt geklaut oder so, seinem Bruder. Tut mir leid, ich weiß, dass sein Bruder, aber so ist es bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wo er diesen Schleim her hat. Also von seinem Taschengeld hat er sich den bestimmt nicht geholt. Ich muss schon sagen, also ganz ehrlich, Leute, auch wenn es Mario ist, dieser Schleim sieht super cool aus. Ja, kannst du nicht kurz mit deinem Bruder reden und er gibt uns was von dem Schleim ab, bitte. Ich zahle ihm auch 1 Euro oder 2 oder 3, wenn er dann haben will. Julian, lass gut sein. Der Slime ist bestimmt schon total alt und eingetrocknet. Den hat er bestimmt aus der Mülltonne geholt. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Guck mal, der sieht so richtig frisch und neu aus, als wäre der selbst gemacht. Aber das kriegt Mario sowieso nicht hin. Weißt du was, ich frage ihn jetzt. Ich meine, 3 Euro für so viel Schleim ist ein guter Preis. Sehr gute Entscheidung, junge Dame. Na, Leute, ich habe nicht mehr so viel. 3 Euro, wie gesagt, für jeden wirklich 3 Euro. Hey, hey, Tessa, sag mal, also, würdest du mir was von dem Schleim abgeben? Ich meine, wir sind ja eine Familie, okay, vielleicht Familie Schnösel und Familie Vor, aber wir sind wirklich eine Familie. Komm schon. Wie bitte? Das ist von meinem hart verdienten Geld. Nein, du kriegst überhaupt nichts ab. Was? Hart verdient? Du? Du gehst doch gar nicht arbeiten, du bekommst doch alles von Mama und Papa. Ja gut, ich auch, aber du viel mehr. Nun gut, dann ich hab ein bisschen Taschengeld dabei. Oh, sieh mal einer an, wer da ist. Na, was sagst du zu meinem Schleim? Super, hä? Hast du nicht? Ja, kann sein. Du, Mario, also ich würde gerne was nehmen. 3 Euro ist in Ordnung. Du willst was von meinem Schleim haben? Dass ich nicht lache. Weißt du was? Du bekommst was, aber für dich kostet das 5 Euro. Für alle sonst 3, aber für dich, Julian Vogel, 5 Euro. Was? Du hast doch eben noch rumgeschrien für alle 3 Euro. Und warum jetzt für mich 5 Euro? Das finde ich nicht in Ordnung. Nee, 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 du kriegst keine 5 Euro von mir. Als ob ich mich von dem veräppeln lasse. Kommt gar nicht in Frage. Dann behalt doch deinen Schleim. Boah, Julian, guck mal, was das für ein super Schleim ist. Oh, klasse. Und du kannst ihn für 5 Euro haben, die anderen für 3. Julian, lass es doch einfach, der macht das extra. Und Mario, woher hast du überhaupt diesen Schleim? Das hat dich gar nicht zu interessieren. Julian, für dich 5 Euro. Ey, nein, nein, 5 Euro kriegst du von mir nicht. Weißt du was, ich habe viel mehr Schleim als du. Du erzählst mir also, dass du viel mehr Schleim hast als ich. Guck dir das mal an, ich habe so XXL-Eimer hier. Die kannst du haben, für 5 Euro das Stück. Mann, Mario, ich wusste schon, dass du fies bist, aber so fies, du schreibst hier 3 Euro hin, aber für mich 5 Euro, kommt gar nicht in Frage, ist mir egal. Tja, dann wirst du von diesem Schleim auch nichts bekommen oder von gar keinem Schleim, als ob du dir sowas leisten kannst. Julian, jetzt lass es wirklich, ich meine, wir finden auch woanders Schleim, den musst du nicht kaufen. Nee, 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 brauchen wir gar nicht. Mia, weißt du nicht, dass ich zu Hause so viel Schleim habe, dass das ein Schleimparadies ist? Mein ganzes Zimmer, man kann da sogar drin schwimmen. Jetzt wirklich? Du hast also ein Schleimparadies bei dir zu Hause. Wahrscheinlich mit Eintritt und so, als wäre das ein richtiger Park. Ja, ja, weißt du, aber sowas von. Richtig cool ist das. Ich habe mein ganzes, also der ganze Boden ist voller Schleim und so. Ich wollte nur ein bisschen was von deinem haben, um zu gucken, ob der auch gut ist. Na gut, wenn so ist, hast du wahrscheinlich nichts dagegen, wenn wir alle mal vorbeischauen. Hey Leute, hey, das geht hier an den gesamten Spielplatz. Julian Vogel hat ein Schleimparadies oder einen Schleimpark bei sich zu Hause. Da gehen wir jetzt mal alle hin gleich. Julian Vogel, Schleimpark bei uns zu Hause? Also da stimmt irgendwas nicht. Oder hat der Julian was dagegen? Nein, nein, natürlich nicht. Ich habe super viel Schleim, viel mehr als du. Oh, Julian, was machst du da? Oh, das hätte ich nicht sagen sollen, aber Mario, der gibt immer so viel an und... Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo? Oh, ich hoffe nicht, sonst wird das gar nicht klappen. Ich habe da so eine Idee, aber dafür dürfen Mama und Papa nicht zu Hause sein. Hallo? Okay, hier auch nicht. Hallo, wie sieht's hier aus? Hallo? Oh. Papa hat schon wieder mein Tablet hier ins Wohnzimmer mitgenommen. Das gibt Ärger. Und wie sieht's hier aus? Hallo? Oh, super. Nun gut, dann kann ich ja meinen Plan hier Steinparadies jetzt in die Tat umsetzen. Das schaffe ich aber nicht alleine. Hallo, hallo, mein Onkel Stefan, mein liebster Onkel. Ja, das ist Nein, komm einfach vorbei. Oh nein, du brauchst nicht schimpfen. Komm einfach, ich habe Donuts für dich. Pff, oh Mann, das klappt bei denen auch immer super mit den Donuts. Warum stehen in Playmobil City eigentlich alle auf Donuts?
Julian, kannst du mir mal erzählen, was da eben los war auf dem Spielplatz? Die haben gesagt, Luxusvilla, Familie Vogel, Julian Vogel, Schleimparadies. Oh, was, du warst auch auf dem Spielplatz? Ach so, na klar, wir sind da ja zusammen hingegangen. Ja, ich konnte mir das nicht gefallen lassen von diesem Mario, der wollte mir Schleim für 5 Euro verkaufen. Und was hast du jetzt vor, Julian? Das klappt doch niemals. Also als erstes beruhigen wir uns mal. Also bitte, ich habe Onkel Stefan angerufen. Der wird mir schon helfen hier bei meinem Schleimparadies. Julian, ich sag's dir echt ungern, aber das wird total nach hinten losgehen. Also ich misch mich da nicht ein, aber das klappt nicht. Naja, dich hat auch keiner gefragt, dass du dich einmischen sollst. Aber nun gut, ist ja auch egal. Jetzt musst du stillhalten. So, wir warten jetzt auf Onkel Stefan. Also irgendwie verstehe ich das jetzt nicht, Julian. Du hast doch gesagt, es gibt Donuts. Wo sind die Donuts? Onkel Stefan, ich sag, wie es ist. Es gibt keine Donuts hier bei uns. Also ich habe sie schon alle gegessen, bevor du gekommen bist. Sorry, wir haben was anderes vor. Ich brauche da was in meinem Zimmer und es ist abgeklärt. Nee, Julian. Also ich lasse mich diesmal nicht wieder von euch veräppeln. Ich weiß ganz genau, dass das nicht abgeklärt ist mit deinen Eltern. Oh, na, ja, ist es auch nicht, Onkel Stefan. Aber da ist so ein Junge auf dem Spielplatz gewesen und der hatte Schleim, voll cool. Und alle durften das für 3 Euro kaufen und bei mir hat er 5 Euro gesagt. Und ja, da muss ich einfach sagen, dass ich viel cooleren Schleim habe bei mir. Ein ganzes Zimmer voll. Weißt du, okay, ich verstehe schon. Stopp, Julian, du brauchst nicht weiterreden. Wieso? Ich hatte auch früher einen, der mich immer geärgert hat. Okay. Und deswegen werde ich dir helfen. Was? Und wir werden alle Spuren verwischen. Deine Eltern werden nichts mitbekommen. Onkel Stefan, du bist der Beste. Aber Onkel Stefan, wie willst du das denn machen? Macht euch keine Sorgen. Also es wird keiner merken, dass ich Julians Zimmer umdekoriere. Oh, ich weiß, dass das klappt, Onkel Stefan. Keiner wird's merken. Überhaupt keiner. Oh, jeder wird's merken. Guck dir das mal an. Der hat einfach mein Kinderzimmer hier ins Wohnzimmer gepackt, wenn das Mama und Papa sehen. Oh, dann krieg ich sowas von Ärger. Ich bin geliefert. Tja, Julian, ich glaube, da hast du dir echt was eingebrockt. Und wenn du mich fragst, das mit dem Schleimparadies, das wird nicht klappen. Oh, guck dir das mal an, der hat einfach mein Hochbett hier reingepackt und mein Regal, alles einfach. Oh, und jetzt kommen bestimmt die anderen gleich und wollen alles sehen. So sieht's aus und ich habe auch all deine Freunde mitgebracht, die immer auf dem Spielplatz waren. Na, da sind wir jetzt mal gespannt. Oh, hey Leute, ihr seid ja schon da. Wow, freut mich, dass ihr da seid. Oh, wie erkläre ich das jetzt nur? Okay, Stefan, ich hoffe, du bist fertig. Na, dann wollen wir mal dein Schleimparadies oder deinen Schleimpark sehen. Ich weiß ganz genau, dass das nicht geht. Julian, also ich bin nicht auf Mario Seite, aber ich meine... Ich war doch gestern noch bei dir, da war mit deinem Zimmer alles in Ordnung, also da war kein Schleim oder so. Ja gut, okay, ich gebe ja zu, ich habe kein Schleimparadies, aber Mario ist so ein fieser Angeber. Tja, ihr habt es gesehen, Leute, war ja klar. Und wisst ihr was, bei uns zu Hause habe ich noch ein bisschen was. 3 Euro für jeden, außer für Julian. Für dich ist es jetzt auf 10 Euro gestiegen, du Lügner. Julian, möchtest du deine Freunde veräppeln? Natürlich ist oben dein Schleimparadies fertig. Und das doch schon seit 2 Wochen, das weißt du doch. Dann spiel einfach mit. Ach so, ja, natürlich. Na, Mario, siehst du das? Friss das, ich hab ein Schleimparadies. Mensch, Julian, jetzt zeig doch mal deinen Freunden oben das Schleimparadies. Komm, geht hoch, Kinder. Ja, kommt mit, ich hab los. Extra frischen Schleim reingemacht. Ja, der hat jetzt wirklich da ein Schleimparadies. Das muss ich sehen. Tja, Mario, damit hast du wohl nicht gerechnet. Das ist mein bester Freund und der kann einiges. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich hab damit auch nicht gerechnet. Jetzt bin ich mal gespannt. Wow, Onkel Stefan, wie hast du das denn hinbekommen? Ich meine, na, wie ist mein Schleimparadies so? Guckt euch das mal an, wir können jetzt hier im Schleim schwimmen, wenn wir wollen. Ich habe sogar eine eigene Tür bekommen, die anderen nicht. Oh, und ich sehe schon, Onkel Stefan, das ist der neue Galaxy-Slime. Toll, na, welcher Slime ist jetzt besser, Mario? So, und ab jetzt rein mit euch ins Schleimparadies von Julian Vogel. Oh Mann, also ganz ehrlich, das hätte ich von dir nicht erwartet, aber gut, wie ich sehe, ist der Eintritt frei. Nee, du musst doch der Mario sein, der immer den Julian ärgert. Guck mal, was da steht. Eintritt frei, aber nur nicht für dich, Mario. Für dich kostet das 5 Euro. Was? Wie? Das kannst du nicht machen. Oh doch, und wie ich das kann. Und weißt du was? Jetzt kriegst du Hausverbot. Du darfst hier gar nicht rein. Und all meine Freunde, komm mit rein. Wir gehen jetzt ein bisschen Schleim schwimmen. Na, wie ist es? Boah, das ist super so cool. Boah, ja, ich sag schon, ziemlich coole Sache. Richtig cool. Julian, hier kommt man ja schon fast gar nicht mehr raus. Ich meine, wer will das denn auch schon hier aus dem Schleimparadies raus? Ich meine, zumindest sind wir reingekommen, ne Mario? Boah, ich sag dir, das ist sowas von fies und du wirst deine Quittung noch bekommen von mir, sage ich dir. Was ist denn hier schon wieder los? Julian, was hast du angestellt? Oh, das hört sich nicht so gut an. Onkel Stefan, ich glaube, das war's mit dem Schleimparadies, aber es war so cool.